Okay, gut. Fangen wir jetzt nun Lugia. Um Lugia zu fangen, braucht ihr folgendes Item. Und zwar ist es der Silberflügel. Den findet ihr in Marmoria City von einem alten Mann. Gut, und dann geht ihr zu den Seeschauminseln. Das ist diese Höhle hier. Ja, dann gehen wir einfach mal rein. Oh, Strudelinseln heißen die, verdammt. Ich verwechsel die zwei Namen immer. Naja, gut, ich habe zum Glück eine kleine Vorbereitung getroffen und Feline mitgenommen mit Blitz. So, jetzt springen wir hier und dann hier lang. Dann verfolgen wir einfach mal den Gang und dann müssten wir direkt zu Lugias Raum kommen. Den Raum, die Pokémon, die jetzt alle kommen, werde ich hier springen, weil die eher uninteressant sind. Aber sie sind stärker als die Pokémon im Zinnturm. Ganz schön nervig. Gut, hier können wir surfen, müssen wir auch. So, ich habe irgendwie keine Ahnung, wie man an diese Items hier oben kommt. Vielleicht finden wir es ja noch heraus. Okay, gut. Und der Raum von Lugia ist hier. Ja, jetzt gehen wir dort rein und tada, da ist Lugia. Ich werde jetzt wieder wie bei Ho-Oh ein Save State machen und dann fordern wir Lugia heraus. Los geht's! Ja! Hallo Lugia, das Cover-Pokémon von Silber und Soul Silver. Okay, schwächen wir es zunächst mit Fliegen. Okay, Ho-Oh konnte ja Sonnentag und Lugia kann statt Sonnentag Regentanz. Passt ja. Okay, gut. Und es kann auch Genesung. Genauso wie Ho-Oh ist immer wieder super. Ich glaube, das haben die Macher nur so programmiert, um Spieler zu ärgern. Ne, egal. Ich mach's wieder wie bei Ho-Oh. Ich werde eine halbe Stunde lang versuchen, es zu fangen. Und wenn wir es nicht bis dorthin gefangen haben, ja, werde ich es über Spiel speeden. Ja, das werde ich speeden halt, ne? Okay, und im nächsten Part. Ja, der nächste Part ist übrigens der letzte Part. Wann ich den hochlade, wird sich zeigen, weil ich möchte den extra episch gestalten. Ja, und deswegen kann es ein bisschen dauern, bis der Part kommt. Dafür ist er halt umso epischer. Oh, die Attacke war nicht sehr. Ich dachte, die war. Egal. Ich dachte, die wäre nicht so effektiv. Deswegen habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass es ihn killt. So. Okay, probieren wir das nochmal. Fliegen. Okay, gut, Lugia kann anstelle von ja, Feuersturm Hydropumpe. Ho-Oh konnte ja Feuersturm. Okay, gut, dann fliegen. Ja, Lugia setzt wieder Regentanz ein. Das erhöht die Kraft von Wasserattacken. Also in dem Fall jetzt auch von Hydropumpe. Allerdings, wenn man es häufiger einsetzt, erhöht es eigentlich genauso viel, wie wenn man es nur einmal einsetzen würde. Gut, wir haben noch genug Bälle, das ist gut. Und Hyperball. Ja, es bricht sofort aus dem Ball aus. Okay, ich wechsle jetzt dazu Alpollo, damit wir Lugia einschläfern können. Weil Pokémon mit einer Statusveränderung leichter zu fangen sind. Ja, jetzt halte sich, verdammt. Okay, gut, ich werde es zunächst einschläfern, damit es sich nicht nochmal heilen kann. Ah, macht er aber jetzt so. Scheiße. Also gut, nochmal. Hypnose! Ach, Alpollo macht mal wieder auf Bahn, das ist gut. Nein, natürlich nicht. Und Lugia hat jetzt uns getroffen mit Hydropumpe. Ich hoffe, es zieht nicht so viel ab. Ja, hat es auch nicht.
Okay, gut, jetzt ergreife ich Lugia mit einer Traumfluss-Attacke an und hoffe, dass die Attacke ihn nicht killen wird, wobei Lugia ist ja ein Psycho-Pokémon. Das heißt, die Attacke wäre nicht sehr effektiv. Genau. Lugia ist ein Psycho-Drachen-Pokémon. Aber es ist kein Wasser-Pokémon, was mich eigentlich sehr wundert. Okay, gut. Nachtnebel. Damit schaden wir ihn ein wenig. Jetzt hat er uns nochmal mit einer Hydro-Pumpe erwischt. Ich werde jetzt versuchen, ihn nochmal einzuschläfern. Mit Hypnose. Okay, Lugia schläft mal wieder. Das ist gut. Und jetzt ergreifen wir ihn nochmal mit Nachtnebel an. Und danach schmeiße ich wieder Bälle. Eigentlich wäre eine Paralyse-Statusveränderung besser als eine Schlaf-Statusveränderung, aber naja, ist ja auch egal. Gut, Hyperball. Einmal hat es gewackelt. Das ist ein Anzeichen dafür, dass wir es gut geschwächt haben. Okay, gut, jetzt schmeiße ich nochmal einen Hyperball. Ich hoffe, dass Lugia dieses Mal drin bleibt. Ah, dieses Mal nichts. Okay, nochmal. Wir haben ja genug Hyperbälle und andere Bälle bei uns. Ah, das war super knapp. Ich habe schon gehofft, dass es drin bleibt. Und dass ich den Part dann beenden kann. Das wäre dann der kürzeste Part des Let's Plays geworden. Naja, probieren wir es nochmal. Vielleicht haben wir ja Glück. Ah, dieses Mal hat es zweimal gewackelt, okay. Ah, scheiße, es ist wieder aufgewacht. Und halt hat sich geheilt. Okay, dann benutzen wir nochmal Hypnose, damit es wieder schläft. Und greifen ihn erneut mit Nachtnebel an. Jetzt haben wir ihn zwar nicht mehr wie vorhin im roten Bereich, aber das macht nichts, es ist genauso gut geschwächt. Also los, Hyperball! Und der müsste jetzt drin bleiben. Hoffe ich zumindest. Es bleibt drin. Na, ah, schon wieder so knapp. Okay, ja, wir haben mehrere Versuche jetzt, da es schläft und nicht mehr Genesung einsetzen kann. Eins. Na, nur einmal. Okay, gut, let's try it again. Nochmal Hyperball. Und, ist es drin, ist es drin, ist es drin? Ja, jetzt haben wir es gefangen. Sehr gut. Das ging ja schnell. Im Vergleich zu Ho-Oh war dieses Lugia viel kooperativer mit dem Einfangen. Naja. Gut, Lugia, Taucher. Größe 5,20 Meter. Größer als Lugia. Gewicht 216 Kilogramm. Auch schwerer als Lugia. Es verfügt über die Fähigkeiten, Stürme zu zügeln. Man sagt, dass Lugia auftaucht, wenn es stürmt. Okay, gut, damit haben wir Lugia gefangen. Machen wir uns jetzt auch raus aus der, auf dem Weg zum Silberberg, um den letzten Part, ja, zu starten quasi. Ah, diese wilden Pokémon, die nerven. Ha, Pokémon Instinkt. Nein, kein verstecktes Item. Mist, Mist, Mist. So, und hier ist auch schon der Ausgang. Hier ist der Ausgang, habe ich gesagt. Blödes Golbat. Oh, nicht ganz. Ach, diese nervigen Pokémon. Echt nervig, naja. Gut, hier ist der Ausgang. Yay. Okay, gut, dann fliegen wir jetzt zum Silberberg. Und bereite alles vor, dass, ja, wir im nächsten Part loslegen können. So, was brauchen wir denn nicht?
Ich lage jetzt Felino rein. Ich lage einfach alle Pokémon rein, die ich nicht brauche. Dann, Apollo? Nee, Quatsch. Suicune, genau. Okay, gut, dann nehme ich meine Team-Pokémon mit. Es gibt bereits einen Spielstand. Jawohl, überschreiben. Okay, gut. Hier ist Lugia, das, was wir gefangen haben. Und hier Ho-Oh, was wir im letzten Part gefangen haben. Schauen wir uns mal die Pokémon an. Hier ist Ho-Oh. Feuerflug ist das Pokémon. Okay, doch kein Drachentyp. Es trägt das Item Zauberasche. Und hat die Attacken Windstoß, Genesung, Feuersturm und Sonnentag. Von den Werten her spielt es auf Angriff und Spezialverteidigung. Schauen wir uns jetzt Lugia an. Ja, Lugia ist vom Typ Psychoflug, also doch kein Drachen-Pokémon. Ich habe gedacht, es wären Drachen-Pokémon. Naja, dann sind es halt eben Flug-Pokémon. Lugia trägt kein Item im Vergleich zu Ho-Oh. Es kann die Attacke Windstoß, Genesung, Hydro-Pumpe und Regentanz. Von den Werten her spielt Lugia auf Verteidigung und Spezialverteidigung. Also kann man vielleicht als Tanker verwenden, wenn man Lust drauf hat. Gut, dann nein, nicht das, sondern das. Gut, haben wir alle 1, 2, 3, 4, 5. Nein, Nachtara fehlt noch, genau. Okay, Nachtara, du kommst. Da ist es genau. Du kommst auch ins Team. Okay, gut, dann speichere ich jetzt. Nein, Quatsch, ein Pokémon heilen. Und ich setze jetzt unseren Starter an erste Stelle. Und stelle mich jetzt vor dem Silberberg hin. So. Und dann geht's im nächsten Part oder im letzten Part auf in den Silberberg und erkunden den letzten Winkel. Also, bis zum letzten Part. Ciao, Leute!